Warum sollte er sich so über Rechtecke freuen? Warum ist er nicht? Uli und Johnny sind gerade in einer SpongeBob-Diskussion gefangen. Hi, willkommen. Hallo. Wir spielen Wind Waker Randomizer. Uli wollte nicht mehr warten. Na, ich dachte, das bringt direkt, wissen Leute direkt, dass die gute Stimmung herrscht. Heute, seht euch den Captain an. Ich habe gerade eine Nachricht aus Hyrule bekommen. Und zwar, Hyrule ist so ein bisschen eine Star-Wars-Situation. Wie war der Spruch nochmal? Es spielt vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit weg. Es ist altertümlich, aber trotzdem ist Captain Falcon hier hingekommen. Willst du das sagen? Achso, ich dachte, das ist Schreck. Wie sich herausgestellt hat, sind über Mario Kart 8 verbunden, also. Wie sich herausgestellt hat, ist Ganondorf wieder zurück und er hat Oma mal in Gefangenschaft genommen. Er hat den linken Knüppel über den Schädel gezogen. Link hat so eine Beule, groß wie der Turm, der schiefe Turm von Pisa und ebenso gerade. Und groß wie Wackers Kick. Dann haben sie überlegt, was wär sonst noch ein Nintendo-Held, der uns retten könnte. Und wir kamen natürlich zu unserem liebsten, ich glaube laut Smash Bros. Trophäen, Kopfgeldjäger aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, Captain Falcon. Der hat eine Handfeuerwaffe, die er nicht nutzt. Oder so, Captain Falcon könnte ihr Bruder sein von Ganondorf. Irgendwie sind die sich sehr ähnlich im Moveset. Da hast du einen Punkt. Über Linky reden wir nicht. Ich habe keine Aufnahme gelöscht, versehentlich. 2 Stunden Aufnahme. Ich hab gesagt, ich habe nichts versehentlich gelöscht. Nein, was soll denn diese Anmaßungen? Auf jeden Fall. Ja. Wir spielen Wind Waker Randomizer. Ja, wir haben schon mal einen gemacht. Aber dieses Mal werden wir in Dungeons gehen und wir wissen, wie der Tracker funktioniert. Das heißt, uns steht einiges bevor. Es wird ein Abenteuer. Und Maeve ist dieses Mal dabei. Es wird alles anders. Also Maeve war bei unserem letzten Wind Waker Rando nicht dabei. Genau. Mhm. Der viele Jahre. Frostig. Show me your move. Ja, wir haben Januar, ne? Er ist so winzig. Er ist echt klein. Das ist halt wahr. Das ist super. Aber was, glaubt wenn sich herausstellt. Oh, diese ganzen Rennfahrer müssen in F-Zero bestimmt voll klein sein, damit sie in diese Maschinen passen. Stimmt. Du meinst, sind wie. Ist die Zunge? Diese Lippen oder. Achso, er macht so. Okay. Ist die Zunge, oder? Oder ist das der Mund? Ich glaube einfach der Mundraum. Glaubt ihr eigentlich, Captain Falcon hat so einen ganz normalen bürgerlichen Namen? Oder heißt er wirklich Captain? Warum sollte er keinen normalen Namen haben? Vielleicht heißt er mit Vornamen Rüdiger oder so. Ah ja, und so. Deswegen frage ich ja. Wir benutzen sowas Futuristisches wie einen Tracker. Oh, das kannst du jetzt mal wegstreichen, Mate. Wo war denn das jetzt? Mutter-Kind-Insel ist links. Oh ja, Mutter-Kind-Insel, Verzeihung. Okay. Oh, es ist beides, es ist der Mund und die Zunge. Ich hab's abgehakt, da war ein Lila Rubin. Dann gehen wir noch nach Outset Island. Dadurch, dass wir vorhin schon Anfang letztes Mal gemacht haben, wir haben übrigens auch noch kein Schwert. Das heißt, das müssen wir auch noch irgendwo auftreiben. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Dinge vor uns, die wir erkunden können. Vater Orca. Der Vater Orca. Ist der überhaupt drin im Tracker, Maeve? Seht ihr Vater? Der Vater? Ist das nur Terry? Terry, warum bist du so sauer? Also weiß ich nicht. Terry, ich zeig jetzt meine Moves. Kannst du ja auf Outset Island klicken? Kannst du ja auf Outset Island unten klicken? Und schauen, was da eigentlich sind. Nee, zum Beispiel ist es nicht. Unter links Haus und Mesa. Genau. Nur die 4 können wir nicht machen. war so traurig. Na. Dieser dumme Captain Falcon. Ich mag es, dass er noch eine Pistole in seinem Halfter hat. Ja, der nutzt sie nicht. Es wäre so cool, wenn er auf einmal die Pistole so krampf sieht. Oh, Fox, das ist wieder mal typisch. Du erst schießen und dann fragen. Und deswegen kannst du in Star Fox Adventures keinen Blaster verwenden. Das ist einfach so ein Alien. Guck mal, du kannst da einfach runterlaufen. Du brauchst gar nicht kriechen. Ja, wie fühlst du dich damit, Fully? Hey. Das hat Vorteile, ja? Da ruiniere ich mir nicht den Rücken oder hier die Knie oder sowas. Ja, Fully könnte Rennfahrer. Schalt die Schatzruhe an! Na, guck mal. Herzteil. Und hier gibt es dann nur noch die große Fee, ne? Ich könnte sich da reinstellen. Das ist so komisch, ey. Nee, warte mal, es gibt nächste. Er sollte auch andere Audio-Files haben.
Ja, hat, ich bin gespannt, wenn wir irgendwann mal ein Schwert finden sollten, wie es dann klingt. Ob er Falcon Punch ruft, wenn man... Wenn man auflädt? Wahrscheinlich, wenn man Wirbelklinge auflädt. Ja, genau. Falcon Punch! Können Wir das in Grasscutters Haus? Wir werden jetzt dahin gehen, wo er vielleicht, was war es, der Onkel arbeitslos ist. Nö, was? Er hat Fully gesagt, das ist zu ernst. Oh Gott, die haben ja nur acht. Ach ja, nachts. Captain Falcon ist kleiner als der Türknopf hoch ist. Ja, ist ein kleiner Held. Das ist halt die Sache, er kommt halt aus einer anderen Welt und in der Zukunft gibt es keinen Grund mehr für die Menschen größer zu sein. Und deswegen, um Platz zu sparen, um die Überbevölkerung entgegenzuwirken, hat die Evolution dafür gesorgt, dass der Mensch kleiner wird. Wisst ihr, was das heißt? Ich leiste meinen Beitrag. Ich dachte, das ist von Goku-Geschichte. Dass auf einmal klein ist wie bei GT. Achso. Oh nein. Dieses Trauma will ich nicht nochmal durchleben. Dann geht er mit seiner Enkelin auf Abenteuer. Das ist aber echt ziemlich cool, das Scaling in solchen Welten kann immer so unerwartet sein. Das ist auch eine Sache, die ich super faszinierend finde, wenn man Dinge in VR sieht, weil, also wenn es Spiele sind, die man schon kennt, man schaut sich um und denkt sich, oh mein Gott, das ist riesig. Wenn der Charakter so klein ist, ich glaube in Mario Games ist es auch so, Mario ist so klein und dann schaust du dich in Piazza Delfino um und denkst dir so, was, wieso bin ich so nah am Boden? Ja. Hä, ist das nicht normal? Das habe ich mir tatsächlich aber mal gedacht, als ich meine Brille bekam. Der Boden war nämlich sehr viel näher und das war sehr verwirrend für mich, normal zu gehen. Weitsichtig? Kurzsichtig. Aber dann ist der Boden weiter weg. Das ist seltsam. Das ist halt eine Weitsichtbrille. Vielleicht wegen fürs Autofahren. Ich war es irgendwie einfach dran. Ich glaube nicht wegen den Gläsern. Okay, Jungs, ich muss kurz unterbrechen, aber. Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass er folgenden Move an den Tag legt? Rechts, links, runter. Nee. Würdet ihr mir das glauben, dass er das kann? Ah. Nein. Ah, jetzt erkenne ich die Zähne. Das soll er beweisen. Guck mal, in deinen Augen steht das zweimal oben. Oh Gott, ist er groß. Yeah. Au. Dieses Nicken. Ganz recht. Ich habe das gerade wirklich getan. Oh, und Silberner! Und schon wieder Rubin. Yeah. Elvis weiß, wie man das Leben lebt. Und jetzt? Yeah. Du hast richtig gesehen. Ich stehe wahrhaftig vor dir. Oh mein Gott. Aber das macht Link auch, nur sein Kopf ist viel größer. Wow! Könnte darin verschwinden. Er ist so stark. Oh Gott, nein, nicht du. Oh Gott, er ist so riesig. Oh Gott, er ist ein Pferd von mir. Er ist größer. Ah. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Titan. Ich muss die Vase gar nicht. Vase noch die ganze Zeit in der Hand hast. Vom Character Design her ist das ein Titan. Nee, die sehen schlimm aus. Ich weiß nicht. Doch, ich find schon. Kommt drauf an. Cool Olympa. Gib uns was Cooles. Ich hab gesagt, was Cooles. Yeah. Nicht eine Goldstatue von dir selber. Kann man die nicht verkaufen? Sollten die nicht was wert sein? Die sind aus fucking Gold. Warum ist Gold hier nichts wert? Er will, dass du glaubst, dass sie aus Gold sind, Fully. In Wirklichkeit sind sie aus Scheiße. Das ist also Katzengold. Okay, ciao. Warum sieht er so traurig aus? Ich wollte gerade sagen, hat Captain Falcon eigentlich so eine Brille? Er ist wahrscheinlich unzufrieden. Damit ihm nicht die Fliegen in die Augen fliegen. Nerd. Schließlich Rennfahrer. Wie sind seine Augen empfindlich nach der. Er hat doch eine Windschutzscheibe. Sehr heiß extra Windschutz. Ich meine, vor allem in dieser Version. Du kannst doch einfach so durchgehen. Ja, du passt doch einfach durch. Sieht die Brille ein bisschen weird aus, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß nicht mal wie. Egal, ich bekomme den Weg hin. Ich schaff das. Ihr müsst wissen, in einem nicht passierten Moment war Moggy hier immer sehr beeindruckend unterwegs. Nicht da lang, though. Ja, jetzt diesmal bin ich nicht mehr gut unterwegs. Ich weiß nicht, wo ich. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Doch, das war perfekt. Nein. War genau richtig. Doch. Blauer Rubin. Hier ist das Ende.
Du bist sogar genauso gegangen wie beim letzten Mal und ich war sehr beeindruckt. Als ob du dir das gemerkt hast, Johnny. Menschen so große Schädel haben. Das ist für ein riesiges Wesen. Das erinnert mich an den klassischen Schädel aus dem. aus Ash Lake, aus Dark Souls. Da gibt es nämlich auch einen Schädel, der so riesig ist, man weiß nicht, von welchem Wesen er stammt. Oh, schau ich die Monster vorne an. Hey, du. Genau die. Und die will uns auch sowas von in diese dumme Falltür da fallen lassen. Die Ratten in diesem Spiel sind so hinterhältig. Was eine Ratte. Richtige Ratten. Was? Ich bin froh, dass wir Falcon genommen haben. Ich liebe es, dass man hier rausfällt. Einfach in dieser Grotte, wo auch der Leuenkönig auf einen trifft. Oder wo der einen hinbringt. Ja, es ergibt keinen Sinn. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ich mein, mein Ding über unrealistische Dinge aus Videospielen-Video machen werde, das wird ein Punkt davon. Und dann ist Mario Pilze. Okay. Was wollt ihr mir sagen? Wollt ihr mir sagen, dass das so etwa, nimmt ihr da Drogen zu sich in einem Kinderspiel Nintendo? Was ist das? Das ist so verstörend. Das ist doch Magic übrigens eine Sache, die ich glaube ich noch schlimmer finde, als wenn Leute damit kommen, dass es unrealistisch ist. Ja. Das ist die Sache, wenn Leute sagen, dass etwas verstörend ist aus einem Kinderspiel oder so. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott, deine Kindheit ist ruiniert. Hört doch auf. Es ist so verstörend, wie Mario einen Pilz nimmt und dann wächst. Das ist ein schlechtes Beispiel wahrscheinlich, aber ich mag das nicht. Mario 64 ist ein verdammt gruseliges Spiel. Ja. Yeah. So Mario. Es hat paar Dinge, die hat durchaus. Hat es wirklich? Das stimmt. Ich will es nicht direkt gruselig nennen, aber diese unsettling, wie würde ich das auf Deutsch sagen? Unangenehm. Ja. Yeah. So ein bisschen. Unbehaglich. Unbehaglich, genau. So, das ist ein bisschen unbehaglich. Also ich als jemand, das ein erster 3D-Plattformer Remnant 2 war, kann euch sagen, vieles an dem Spiel ist unbehaglich. Das ist ja das Tolle daran. Zum Beispiel das Klavier in der Buh-Villa oder so. Ich meine eher, das ist schon klar. Da kannst du dich schon erschrecken. Deswegen sage ich als Kind, aber das soll ja, das ist ja eine Geisterwelt. Ja, als Kind ist es durchaus unbehaglich, aber es ist jetzt nicht verstörend oder wirklich gruselig, ja. Denkst du so ein bisschen, oh nein. Der große Buhu, der plötzlich auftaucht oder das Gemälde, was zu Bowser wird. Und man fällt Okay, das ist halt alles mega cool. Das Klavier ist schon eins der gruseligeren. Oh, wirklich noch Herzzeit? Wir kriegen ja gar nichts, ne? Ja, wir sind dann auf einem Roll. Vielleicht war das hat Mac noch ein schwaches Herz und da braucht was Stärkeres. War das Maggie's Free-Item hier? Ja, ne? Oder? Nee. Das ist bei Nico im Schiff. Keine Ahnung, wie es genannt wird. Warte, lass mich mal mit auf die Liste gucken. Wahrscheinlich irgendwas mit Pirate Ship? Haben wir nicht. Nö. Aber ich werde immer noch dabei bleiben, dass es eine Stelle gab, wo mir der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Das war die Crazy Hand in Melee, wenn es zum ersten Mal auftaucht. Boah. Das Bild bleibt auf einmal stehen und es kommt man hört dieses schmutzige Lachen. Und langsam kommt die andere Hand aus dem Hintergrund und man denkt sich, nein! Ich glaube, ich werde sterben. War das, was ich voll. Das hab ich doch mal. Aber das ist extrem alleine Boss erinnert damals, so. Oder? War das nicht auch so? Was? Bei Star Fox? Gab's da nicht auch so eine Hand? Warte mal. Du kannst im. Es gibt einen Boss mit einer Hand. Im Auktionshaus hast du oben und unten eine Free Chest. Oh yeah! Yeah. Achso, und einen habe ich auch nicht eingetragen. Das war unter dem Gefängnis. Das steht auch nicht hier drin in der Liste. Und wir können noch die Kinder suchen. Ich habe eigentlich eine Menge gerade. Ich bin gerade viel zu früh abgehauen. Ist mit den Kindern? Ist das da drin? Ja, Ivan Catch Killer Bees. Dann haben wir, hat dich gerufen. Ja, genau. Maggie's Free Item oben bei ihr und House of Wealth die Free Chest. Die müsste auch oben, glaube ich, sein. See the line where the sea meets the sky. It calls me. Was? No one knows. Was geht schon wieder los? Ich hab einen Moana gesucht. Johnny, also sorgt dir immer noch dafür, dass du einen Copyright-Claim bekommst. Ich versuche sehr dezent zu singen, wenn ich singe. Bist du nicht. Ja. War das Vajana? Ja. Hab ich ja gerade gesagt. Ich hab Moana gesagt, weil es der englische Titel ist. Warum auch immer sie es geändert haben. Weil es rechtliche Probleme in Europa gibt. War es nicht irgendwie, weil eine Pornodarstellerin Moana heißt? Und sie heißt Moana.
Also ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber es wurde auf jeden Fall auch irgendwie immer angesprochen. Jo, yes. Oh, der Hakenschuss! Jo! Ich hatte den richtigen Riecher. Dieses reiche Gör. So reich. Das war aber Maggie, oder? So eine das war Maggies Free Item, genau. Und das ist auch das House of Wealth und unten müsste es eine Truhe geben. Oh, Moment. Möcht ihr mehr Maggie oder Tainted Maggie? Ist das eine Dark Souls-Anspielung? Nein, das ist eine Isaac-Anspielung. Ich hab noch nicht einen Tainted-Charakter gesehen in Isaac. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kenne aber Maggie. Also mag ich die am liebsten. Ich glaube, du kommst runter. Du kommst da nicht. Oh. Triforce Shard. Ich meine, das ist auch gut, glaube ich. Das ist das, was wir glauben, oder? Das ist unser Ziel, oder nicht? Hallo? Alle zu bekommen. Volk? Möchtet ihr was kaufen? Dann zeigt mir eure Bewegungen. Ich weiß nicht, wie der Spruch geht. Show me your moves. Ich versteh's. Zeig mir deine Bewegungen. Eure. Würde man das auf Deutsch sagen? Man würde ja nicht Bewegungen sagen. Ich weiß gar nicht. Haben wir für cool, Moves in der Hinsicht eine Übersetzung? Wir bräuchten jetzt so ein Dialogbuch von irgendeinem 80er-Jahre. Ich merke bei sowas immer wieder, wie schwer Übersetzungsarbeit, also gute Übersetzungsarbeit ist. Zeig mir deine Schritte. Das ist ein guter Ansatz, denke ich. Das erinnert mich an meine Lieblingsübersetzung, die ich glaube ich auch in jedem zweiten Video anmerke, aber es war die eine Stelle, yes ma'am. Die eine Stelle aus der Simpsons mit der, wo Homer irgendwie, keine Ahnung, getanzt hat oder so. Und Lenny sagt dann, he's dynamite. Und auf Deutsch, ein echter Dynamitbomber. Einfach so. Ein echter Dynamitbomber, das ist halt... Der Schreiber dachte sich auch so, ach ja, keine Ahnung. mach ich's halt so. Ich hätte gesagt, er ist Sprengstoff. Das wäre noch seltsamer, ehrlich gesagt. Es wäre super seltsamer, deswegen hätte ich es gemacht. Die Dynamitbomber ist doch schon ziemlich cool. Es ist fürchterlich, aber ich mag's. Ich würde sagen, vielleicht kommt die Comedy einfach daher auch, weil es so ein übertriebener Spruch ist. Ja, auf jeden Fall. In dem Fall ja. Ich mag halt auch, dass die Joink, als dieser eine Typ irgendwie den Edelstein klaut, sagte so Joink und das haben sie übersetzt mit Boing. Ich meine, er hat die gleiche Energie. Ja. Dabei ist Joink sogar eine Simpsons-Erfindung. Ja, das stimmt. Echt? Nein, da wiederum, ich glaube, also, das war aus einem. Ich glaube, es war irgendeine Stelle, die Geschichte hätte es, dass irgendwas aus einem Peanuts-Comic war. Dass es bei irgendwas mal als Soundeffekt vorkam und Grinning sich dann dachte: Yeah, Joink, das ist mittlerweile ist es ein Wort geworden, aber ist auf jeden Fall Comicsprache. Urban Dictionary. Einfach mal wegjoinken. An exclamation that when uttered in conjunction with taking an object immediately transfers ownership from the original owner. Ach so, wahrscheinlich gehört es dann regardless mir, of previous property rights. Ach so. So, fürs Protokoll, meine Geschichte dahinter, ich glaube, es war aus so einem Commentary von Simpsons DVD. Du weißt nicht, darüber wundert. Du müsstest TV Tropes aufsuchen, nicht Urban Dictionary dafür. Der ist so sauer. Ich meine, ich habe das einfach nur hier so gehabt. Ich schau mal nach TV Tropes. TV Tropes ist so eine gute Website. Aber ich fand halt diese übertriebene Definition, anstatt zu sagen, ja, es ist basically to snatch oder so, sondern diese übertriebene Definition fand ich jetzt irgendwie lustig. Wenn ich Joink sage, gehört's mir. Ja. Joink. Zeig mir deine Bewegungen. Ich würde dann in modernen Übersetzungen, wenn ich die Aufgabe hätte, das zu übersetzen, hätte ich glaube ich einfach gesagt, zeig mir deine Moves, weil das sagt man auf Deutsch halt mittlerweile. Ja. Ja. Ja, gut, okay. Stimmt. Ja, inzwischen kann man ich schreck davor an, lass mir nicht zurück, obwohl ich es liebe. Soweit ich liebe Übersetzungen, die nichts. Je nachdem, welchem Studio du bist, sind die schon sehr dran, dass du Anglizismen vermeidest, wenn es geht. Ja, auf jeden Fall, aber ich meine halt, ich persönlich habe da nichts gegen. Ja, ja, ich werde auf deiner Seite. Ich liebe sehr deutsche Dialogbücher. Ich sag's schon zum dritten Mal gefühlt, aber trotzdem, ich lieb's. Ich habe mir gerade überlegt, dass es ziemlich cool wäre, wenn man hier den Charakter wegen der Größe Paper Mario haben könnte. Aber dann fiel mir auf, man würde ihn gar nicht sehen von hinten. Das ist der Punkt, aber so funktioniert es auch in Paper Mario, man. Er zeigt halt immer seine
So eine prächtige Seite in die Kamera. Ja. Das heißt auch, wenn er nach oben läuft zum Beispiel. Ja, aber das ist trotzdem immer von der gleichen Seite. Das wäre hier im Windbreaker aber sehr anstrengend, glaube ich. Ich auch nicht anders als in Paper Mario. Naja, ist halt, was ist mit diesen dummen Tinkelstatuen ständig? Beim letzten Mal haben wir auch die ganze Zeit nur Tinkelstatuen bekommen. Die Geschwindigkeit war ja nicht anders, Maeve. Das Ding ist, Maeve, das nennt man auch. Also, ich denke mal, das funktioniert nach einem Bitmap-Prinzip. In Mario 64, so King Bob-Bomb, ja, du kennst den. Das ist ja auch eigentlich nur eine Textur, die ganze Zeit dich anschaut, mit ein paar Polygonen drin. Wurde mir schon mal vorgestellt. Maeve meinte nicht, dass das Programmieraufwand wäre. Ja, aber es funktioniert ja da auch. Darauf wollte ich hinaus. Und warum ist bei Mr. Game & Watch dann 3D-Model? Ich hätte es einfach nur zum Zuschauen anstrengend gefunden. Muss Morgi nicht noch zur Lehrerin? Oder ist es schwierig? Bei der Lehrerin gibt es doch auch noch eine Runde für, oder? Ja, da muss ich aber doch ein Glücksamulett geben. Aber da ist auch Mrs. Murray Catch Killer Bees. Kommt dann von ihr auch noch was? Steht hier im Trigger drin jedenfalls. Ja. Okay, wir gehen gleich zurück. Sie hat dir doch den Auftrag gegeben. Wir kommen da schon nochmal hin. Wir kommen da schon nochmal vorbei. Wir fangen die ein, damit die zur Schule gehen. Und Mila können wir auch noch da folgen. Mila kann lachen. Die Sonne über Fujiyama. Singt der Schule. Komm schon, nein! Wir hatten eine 50-50 Chance, dass ich das richtig erwische. Was? Es gab um Pop und E herum auch einen so ein, glaube ich zumindest ein Fairy Reef, wo ich direkt was mitnehmen kann. Achso. Wir hatten vorher Mila als Charakter und in den 2 Stunden wurde mindestens 6-mal das Lied gesungen. Sie ist gerade entführt in dem Spiel. Deswegen können wir sie euch nicht zeigen. Mila kann fliegen. Ist sie? Was ist das denn für eine komische Weil sie längliche Ohren hat. Na dann wiederum, das ist schon nach der Wo ist sie überhaupt? Ach nein, Moment, sie ist da vorne. Bist du da oben? Yeah, genau. Was ist ein nicht fürchterlicher Begriff für Eskimo? Inuit. So wie ich das gehört, das ist aber irgendwie sehr debattiert. Das ist halt, weil Inuit ist nur ein Stamm und das würde wohl alle anderen unter einen. Zur Lehrerin. Genau. Es ist kompliziert, so wie ich das verstanden habe. Ich meine, der Name wäre an sich wahrscheinlich einfach Mensch. Das ist so, wenn man in die Küche geht und dann sich denkt so, was wollte ich eigentlich hier? Oh, das hatte ich schon so oft. Vermutlich würde man sagen... Bogen. Nice! Vermutlich könnte man sagen nordamerikanische Ureinwohner, aber das stimmt noch nicht ganz, also noch nördlicher. John, ich habe keine Ahnung und ich fühle mich nicht qualifiziert genug, darüber irgendwie zu diskutieren. Ich mag es, dass du es so sagst, als ob Johnny spezifisch dich gefragt hätte. Ja. Ich habe einfach nur die Runde gefragt. Johnny, lass mich einfach in Ruhe. Ist okay, Johnny, ich weiß es nicht. Bist du jetzt zufrieden? So wollte ich das gar nicht. Ich weiß nicht, so Diamantstöpfe gehen. Das war nicht mal eine Frage. Habt ihr gehört? So Diamantstöpfe? Ja. Ist eine gute Idee. Alter, der Typ da. Starre gerne auf Salzwasser. Oh, Salzwasser. Das gute Salzwasser. Flüssig genug, um mir Seeluft in die Lunge, meine Lunge mit Seeluft zu füllen, aber salzig genug, um tödlich zu sein. Oha. Das ist das Fernsehen der Natur, Leute. So salzig wie meine Tränen. Was ist Salzwasser überhaupt für ein schrecklicher Witz der Welt? Man kann es nicht mal trinken. Hey, wie wär's, wenn die meisten Vorräte an Wasser auf der Welt tödlich sind, wenn du sie trinkst? Sie sind schlecht für uns, aber nicht für andere Lebewesen. Außerdem sind wir in der Lage, das abzukochen und dann aufzufangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da falsch liege, aber ich würde einfach mal im Raum werfen. Vielleicht ist es für die meisten Lebewesen auf diesem Planeten sogar besser als für uns. Fuck! Meinst du Fische? Oh, oh. Warte, wir haben den Bogen. Wie viele Lebewesen leben im Ozean? Also die Biomasse im Ozean ist auf jeden Fall groß und die kommen mit dem Salzwasser klar, Morgi. Was ist dein Problem? Ja, genau. Heul mal nicht so rum. Guck mal, der da zum Beispiel. Ich hab mehr Biomasse. Das brennt ihm nicht in den Augen. Das tun nur deine Pfeile. Ja, wo sind eure Argumente jetzt? Das ist die. Ha? Was denn? Ich hab gesagt, ich hab mehr Biomasse. Und Fuli hat gesagt, es brennt ihm nicht so in den Augen wie die Pfeile. Das fand ich gut. Seine Augen sehen aus wie Hast so du mehr Knöpfchen. Biomasse als ein Wal? Ich wage es zu bezweifeln. Kommt drauf an, was für einer.
Wahrscheinlich sogar ein Delfin schwerer als du. Also. Sag mal, willst du mich gerade beleidigen? Ich werde wohl schwerer als Delfin sein. Ich weiß es. Wie viel? Okay, ich google nach, wie viel wiegt dein Delfin. Ich bin mir sicher, ein Delfin ist schwerer als ein Mensch. Okay, das ist guter, das ist gutes Aim hier. 150 Kilogramm, 100 bis 150. Oh shit. Okay. Das war stark, Mogi. Ich bin also schwerer als aber es gibt, die es gibt leichter als die auch nur 30. Es gibt Delfinarten, die nur 30 bis 65 Nein. Kilogramm schwer sind. Aber der typisch so. Atlantische ist ein Thick Boy. Tja. Das merken wir uns. Aha. Ja. Wie merken wir es uns? Fully schreibt ihr das auf. Okay. Was für Koordinaten sind wir? Diamantsteppe. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Warum heißt du überhaupt Diamond Step Island? Vielleicht wegen der Form? Weil die Insel, glaube ich, wie ein Diamant geformt ist. Na, im Tracker sieht man es ja, wie geformt ist. Oh yeah. Ja. Ich hätte es ja Karo genannt. Die Karo Insel. Man nennt Karo im Englischen nicht Karo, ne? Und wie nennt man den Kaffee? Checkers, oder? Karo. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es auch nicht. Boah, die Kartenfarben auf Englisch. Spades. Mhm. Ja, Spades weiß ich. Cross, glaube ich auch. Ne? Oh. Hearts. Und Hearts, aber dann. Und Checkers. Checkers? Ja, ja, das war hier. Ne? Hier können wir auch nichts machen. Können wir nicht? Warp Maze Cave können wir ja zwei. Ja, wir können die beiden holen, laut Tracker. Oh ja, oh, wir haben Bogen. Also ich geh mal schnell da wieder rein, mein Freundchen. Ja, hüpf da mal wieder rein. Ich hoffe, ich finde Samus Pfeile. Samus, die auf diesen Planeten kommt und dann erkundet. Ich dachte, Samus auch mehr gefühlt. Hm. Aber sie ist leider, sie hat schon aktuelle Abenteuer und Captain Falcon, der ist in letzter Zeit, er hat nicht so viel Beschäftigung. Alter. Nein, wirf nicht die Vase auf mich. Das ist Captain Falcons Rückkehr. Der ist so smart. Klein. Smart. Oh. Nein! Diese Arme sind so schrecklich. Ja. Sie sind besonders schrecklich, wenn man kein Schwert hat. Nein, ich finde, sie sind generell viel zu gut darin, dich sehr schnell zu grabben und dann bist du halt eher cool. Also, dann bist du cool? Sind, oh, dann bist du halt eher cool. Nein, dann ist es halt so, ja, toll, jetzt bin ich wieder von vorne. Du musst bestimmt da drüben ran. Jetzt bin ich wieder von vorne. Ja, ich bin wieder von vorne. Was soll denn diese Kritik gerade? Wie wär's, wenn du einfach einen geraden Satz herausbekommst? Nee. Solche Tage erkenne ich. Ich mach ständig... Jetzt gerade zum Beispiel. Okay, wir werden diese Insel nicht machen, ohne Schwert. Ich habe ständig Probleme, Sätze zu bilden. Das ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Vor allem habe ich auch nur 7 Pfeile und ich weiß nicht, ob ich Pfeile hier irgendwo auffrischen kann. Kann man die Hände nicht mit den Pfeilen abschießen? Ja, ich habe aber nur 7 und hier ist keine Vase so, wo ich neue herbekommen kann. Und mit Enterhaken vielleicht? Vielleicht. Ups, das war der falsche Knopf. Der Enterhaken macht halt keinen Schaden, wir können sie vielleicht stunnen. Oh. Er stellt richtig in den Pfeile. Okay. Ich meine, vielleicht. Ja, okay, du hast. Ich mach noch das eine frei und dann hauen wir. Ist was? Nein, ich gehe weiter. Ich mach mir nicht allzu viele Hoffnungen. Ich werde es noch einmal versuchen. Vielleicht, wenn du ganz schnell durchläufst, ja. Haben wir eine Chance. Wenn ich ganz schnell durchlaufe. Also Schatz. Guck mal, da ist eine Truhe. Vielleicht ist da das Schwert. Wow, das wär's. Ein Herzteil. Fast. Es wäre so das traurig. Bei dem Jingle habe ich halt was Größeres erwartet, aber ja stimmt, Herzteil. Es wird sehr traurig irgendwie, ja, wenn man hier abhaut und dann ist hier das Schwert. Ja. Guck mal, da sind Pfeile. Oder du wirfst sie mit der Sind Farbe. Genug. Na, glaub mir, die Vase ist, die macht nicht viel Schaden. Ich will mich ihnen nicht ohne... Aber ich glaube, die Vase schützt dich. Ich glaube, die grabben dann die Vase. Ich dachte immer, Vasen machen richtig viel Damage in selber Spielen. Ich meine, vielleicht, ich weiß nicht.
Ja, einfach, weil man setzt sie nie ein. Vergleichbar mit dem Longsword einfach. Ja, in den 2D-Teilen machen sie Schaden, aber irgendwie in den 3D-Teilen nicht wirklich. Ah, okay. Aber wenn man so eine Vase abbekommt, da können Pfeile drin sein. Das würde schon ziemlich zwiebeln, wenn man so eine Vase abbekommt. Yes, Doppelpfeil! Yes. Nice. Es ist alles schaffbar. Komm raus, komm raus. Oh, nice. Nice. Nein! Falscher Knopf! Was tust du da? Das war der falsche Knopf! Schieß ihn die Finger ab! Er wollte Feuer mit Feuer bekämpfen. Er ich habe letztens in Level 8 gespielt. Ich weiß und Bescheid, wie man Finger verliert in Videospielen. Johnny, schreib das auf. Oh. Die Top 10 verlorenen Finger aus Videospielen. Oh, mir fällt schmeiß da noch meine Hand in den Pool. Was? Was für die Tom- ja, du hast mich schon richtig Top gehört. 10 abgetrennte Körperteile in Videospielen. Doch, könnte ein Video von mir sein. Ich gehe hier rein. Das ist die richtige. Ja, das ist richtig. Ich bin confident. Zuversichtlich. Ja. Das heißt, wir müssen. Gute Sache ist, dass die respawnen. Da nochmal rein. Aber jetzt wirft er erstmal die Vase auf mich. Ganz vorsichtig, Freund. Da hast du direkt einen Knackenklatscher bekommen. Das Berühren der Figuren mit dem Boden ist verboten. Hab ich euch das erzählt, wo wir ich mit meinen Geschwistern früher irgendwie, wir haben Busfahren gespielt sozusagen. Also wir hatten so einen Bus aus. Pass auf, wie du die Worte weiterbildest. Ja, das ist mir in dem Moment auch aufgefallen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann so ein Hörspiel aufgenommen. Ach Mann, jetzt kann ich das gar nicht mehr erzählen. Alles weitere ist so schrecklich jetzt. Wir hatten dann nämlich so. Verpasse ich gerade einen Joke oder? Ich okay. So ein Klopömpel genutzt als. Nein. Was? Als. Okay. Als. Gangschaltung. Ah. Mhm. Und dann haben wir das halt aufgenommen und im Nachhinein haben wir uns die Aufnahme nochmal angehört und haben erst dann gemerkt, dass eine Freundin von uns, die Busfahrerin in dem Moment war, gesagt hat, es war so volles Chaos und dann, es ist verboten, mit dem Busfahrer auf den Knüppel zu hauen. Das fanden wir gut. Es ist verboten, mit dem Busfahrer auf den Fahrt zu reden. Ja, sie wollte halt sagen, mit dem Knüppel auf den Busfahrer zu hauen. Oh mein Gott, ich erinnere mich an diese Werbung. Das war eine Werbung, oder Maeve? Das steht in jedem Bus drin, das ist keine Werbung. Echt? Ja. Das ist eine echte Sache. Ich glaube, ich erinnere mich an irgendeine Werbung, da war das. Oh, war das? Fully erinnert sich, dass er mit dem Busfahrer geredet hat. Krass. Nee, war das diese einer dieser Werbung, wo es darum geht, lesen und schreiben? Die Alpha Telefon Münster Werbungen. Genau, die Dinger waren das. Die musste ich aus irgendeinem Grund auch gerade denken. Ich glaube, die war, die waren ich meine, ich habe das noch nie gesehen, dass du dich mit. Jeder redet mal mit dem Busfahrer. Also. Chef, sie. So weit, der Mann kann nicht lesen. Er kann was. Dann fallen sich Tränen. Ich wollte eher sagen, jeder hat doch schon mal mitbekommen, wie irgendjemand mit dem Busfahrer mal geredet hat. So Top 10 das. Sachen, die man den Busfahrer fragen kann. Ich habe die Keule gerade herumhüpfen gesehen. Damit habe ich keine Erfahrung. Echt nicht? Vor allem in den Schulbussen gibt es irgendwie öfter mal Situationen, die ich mitbekommen habe. Was fragt man den Busfahrer? Als ich eingeschult wurde, gab es so eine Geschichte auf der Bushaltestelle, die sich, keine Ahnung, haben sich das Schüler erzählt oder irgendwie Eltern, die irgendwie noch nebenan standen oder so, aber es war auf jeden Fall Geschichte, dass es da nein, Moment, es gab einen Busfahrer, der war immer, er war immer super nett. Er hat öfter mal so eine Schale mit Bonbons bei den Kindern rumgereicht. Okay. Und dann war er irgendwann weg und dann die Geschichte war halt dann so, was man erzählt hat, war, dass er wohl ungewollt ein Kind erfasst hat und das ist deprimierend. Da ist die Geschichte mit den Bonbons direkt ein bisschen weniger gut. Wieso? Nee, hier ist Candy. Was? Du warst gerade in der gleichen Vase drin. Hä? Er hat ein Kind erfasst und nicht angefasst. Er hat es mit dem Bus überfahren, ja. Ach so! Ja, ich glaube, das kam bei den beiden gerade nicht so an. Nee, ich kam nicht an. Ich hab das, glaube ich, genauso wie Johnny. Nee, es wurde auch bei mir vielleicht nicht richtig übertragen. Ich habe nur das fast gehört. Oh, ich ja, hab's nein, falsch ich. Verstanden. Ja, nein. Oh.
Das war deprimierend. Also, aber ihr wolltet das auch hören, ne? Du willst ja jetzt schon zum dritten Das ist die richtige! Achso, okay. Seit dem Moment, wo ihr die Bonbons gehört habt... Und vorhin bin ich in die rechte da vorne rein, Fully. Ich muss jetzt in die linke davon, das ist okay, die andere. Okay, okay, das war mein Fehler. Ich dachte die ganze Zeit, du gehst immer wieder in die gleiche Manche. Nein. Das ist mein Fehler. Oh oh. Sendet, dass du direkt an ihm geworfen bist. Wir gehen einfach mal vorbei. So, wir haben sie. Schwert! Sehr gut. Oh, Iron Boots! Hat sich aber gelohnt dann. Ja. Das ist eine gute Insel. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie sehr man Eisenstiefel mag, würde ich sagen. Kannst du mit so ein paar Schalter aktivieren und so? Also privat? Also so Stiefel mit Eisen, mit Starkappen, ne? Kann man jemanden schon mal gegen Schienbein treten. Das ist das SUV-Prinzip, Maeve. Privat. Wenn du jemand anderem versehentlich auf die Schuhe trittst, dann dein Schuh wird nicht verbeult. Und das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Ja. Yeah. Eisenstiefel bleiben an beim Sex. Jetzt reden wir endlich mal Tacheles. Was? Spezielle Geschmäcker. Was kann ich? Also ich verstehe nicht, warum das für euch jetzt so verrückt ist. Ich verstehe es nur nicht. Das mit dem, die Minecraft-Socken bleiben an beim Sex und so. Nein. Ist ein Meme. Okay. Minecraft. Okay, Socken. Hat mit Sex zu tun. Finde ich unangenehm. Weird. Sei schon so ein bisschen verlegen. Ich finde das nicht lustig, dass du dich da so drüber lustig machst. Ich finde es nicht lustig, dass du dich lustig machst. Ja. Yeah. Ist nicht lustig. Oh, jetzt können wir in das Haus einbrechen. Wir können einfach reingehen. Und danach können wir zum Mila Superstar. Ich meine, was sonst steht zwischen einbrechen und einfach reingehen? Der beste Einbrecher lässt es so aussehen, als würde er einfach nur reingehen. Ich meine, ja. Das ist wie mit Leitern. Hallo, ja, hab gerade meinen Schlüssel vergessen. Ja, blöd. Ich gehöre hier hin. Ich gehe auch schon wieder. Tschüss. Oh ja, das Nummernschild ist von einer ganz anderen Stadt. Aber das ist halt ein Grund. Reden wir später nochmal drüber, ja? Bis dann, tschüss. Hat er gerade unsere Ködertasche geklaut? Nö. Wir jetzt werden wir eine verwagen. Möwe holen. Also, ja. Das war der. Der war für die Möwen. Mhm. Und für die Schweine. Hast du gerade einen Müllsack gesagt? Mhm. Selber Müllsack. Was? Okay. Was soll das überhaupt? Ein Müllsack-Pokémon, was kommt als nächstes? Schlüsselanhänger? Okay, Schlüsselanhänger-Pokémon finde ich scheiß dämlich, ich will ehrlich sein. Das ist ein Pokémon, bei dem, das sehe ich und ich sage, ja, das war nicht nötig. Gibt's ein Handy-Pokémon? Was auch für ein Smartphone? Schlüsselanhänger. Rotom kann Smartphones übernehmen. Ah, das ist ein Geist, der Elektrogeräte übernehmen kann. Ich mag mir vorstellen, dass es wirklich. Den kenne ich sogar wegen Pokémon Shield. Was, wenn wirklich noch ein Schlüsselanhänger-Pokémon zum Schlüsselbund-Pokémon dazukommen? Ich meine, das mit dem Schlüssel. Einfach so noch normal so ein. Kennt ihr diese Schlüsselanhänger, die einfach nur leuchten? Ja, können wir mitnehmen, aber wir können das Schwein noch nicht hochheben. Ja, aber wir können es ja schon mal kaufen, wenn wir hier sind. Das ist wahr. Weil ich weiß, dass ich einen Fehler machen werde, kaufe ich zwei. Nicht der Rede wert. Okay. Zu jeweils drei Portionen. Dann rede nicht mit mir. Hat ihr euch schon mal aus dem Trog gefuttert? Aus dem was? Aus dem Trog. Ich glaube, das ist ein Trog. Johnny hat schon mal 100 Futter gegessen. War das aus dem Trog? Ich persönlich habe noch nie aus dem Trog gegessen, aber ich habe sehr genossen, Schweine mit Trog zu füttern. Die schmatzen immer so laut. Wann ist bei Schweinebrunftzeit? Du bist da, fragst du den Richtigen. Das gesamte Jahr, mein Freund. Oh, ich bin auf der Drain Rose Island, Mate. Du Schwein. Oh, hab ich's nicht angeklickt? Keine Ahnung, ich sehe es nicht, was du machst, aber ich sag's dir. Weil ich nicht weiß, wie gut du die Namen der Inseln kennst. Oh, die Paarungszeit bei Wildschwein heißt Rauschzeit. Das glaube ich, dass die in den Rausch verfallen. Richtiger Rausch. Aber wann? Bei Schweinen? Ist richtig versaut. Google steht, pass auf, Wintermonate November bis Jänner. Oh, das ist eine österreichische Seite. Der gute Jänner. Ist das Januar? In Jänner war ich zuletzt im Spital. Die Webseite heißt Wildschweinrauschzeit, aktuelle Jagdfakten aus Österreich. Österreich und ihre Wildschweine, die können einfach nicht ohne.
Willst du? Wir haben hier doch auch Wildschweine, Mami, oder willst nicht? Du zu der Diebin gehen? Wildschweine sind überall. Wo will ich hingehen? Zu der Diebin, weil es nachts ist? Oh ja, können wir auch. Moment, gleich. Willst du Mila? Na, erstmal shoppen. Na, erstmal. Na, wisst ihr was? Wir können das so machen, aber... Erstmal früh shoppen. Wir müssen auch mal ein bisschen Spaß haben. Ja, das ist auf jeden Fall auf dem Kopf abgelegt. Er ist auch noch ein Levitationskünstler. Johnny, heute schon Möwen gesehen? Der Pfote in Hamburg, ja natürlich. Ich habe heute tatsächlich Möwen gesehen. Ich wusste das. Ich war heute beim, ich hatte einen Arzttermin vor den Aufnahmen, ich war unterwegs und dann triffst du meistens Möwen irgendwo, ja. Zumindest schon hört man ein sie. Herzteil. Man begegnet trotzdem mehr Tauben, aber man hört die Möwen. Ja, das war halt nicht mehr im Tracker. Möwen hören, das muss das Leben sein. Ich mache mir Sorgen, dass wir am Ende was nicht finden, deswegen. Wir haben ja da auch noch die Dungeon-Spots und wir haben die Briefkasten-Spots und die auf dem Meer Sachen und sowas. Siehst du das alles? Ich wurde mal von der Möwe angeschissen und musste noch 40 Minuten nach Hause fahren. Ich wurde mal von der Taube angeschissen, glaube ich. Was habt ihr gemacht, dass ihr euch angeschissen habt? Ich bin gelaufen. Ja, ich habe existiert. Am falschen Ort zur falschen Zeit. Ah. Nee, sie hat beim Pokern gespickt. Dann kann man schon mal Anschiss bekommen. Hat mich angeschissen. So eine Scheißerei. Die können das nicht kontrollieren, das läuft einfach. Auch wenn sie es kontrollieren könnten, das ist denen doch egal. Wisst ihr, was es denen ist? Das ist denen scheißegal. Oha! Nein, das geht mir aber doch irgendwo ein bisschen zu weit. Das war ein Einblick in Morgis Poesiealbum. Glaubt ihr, Morgi wäre ein guter Dichter? Nein. Aber okay. Ein guter Denker? Auch nicht. Guter Rapper? Ich glaube, ich wäre ein guter, auch hier ist wieder, was wäre ein deutscher Begriff dafür, ein Con-Man? Ein guter alter Betrüger. Ein Ententrainer. Ich meine, Con steht ja für confident in dem Punkt, also... Was? Zuversichtlicher Betrüger? Boah, Wie groß sie ist. Bist du sicher? Ich glaube, das kommt von Con... Convention... Also, warte mal. Meine steht für Confidential Scammer. Ich dachte... Deswegen Con-Man. Okay, das deutsche Wort ist Bauernfänger. Ich dreh gleich durch. Bauernfänger, da sehe ich mich. Bauernfänger... Tretet näher, liebe Freunde. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Trickbetrüger. Naja, dafür muss man zu viel können. Meine Fingerfertigkeit ist nicht ausreichend. Hatte ich mal Hochstapler. Mario Party spielen sehen. Yeah! Was hältst du von bestimmt Hochstapeln? Nein, hast du ihn mal Mario Party spielen sehen? Nein, da hast du mal meine Fingerfertigkeit von der gehört. Das stimmt. Okay, Schwindler. Schwindlig ist ihm definitiv manchmal, das ist wahr. Gut, das Letzte, was ich habe, ist einfach nur Betrüger. Da sehe ich mich auch mehr. Darauf läuft es aber nicht aus. Das kommt wirklich von Confidence Man. Ich dachte mal, Con-Man ist bezogen auf eine Con. Also nicht im neumodischen Sinne, sondern... Quatsch, ich hab Confidential gesagt, ne? Confidential heißt vertraulich, aber ich meinte Confident. Also Confident. Haben wir gehört? Haben wir wohl beide reingeschissen. Haben wir gehört, wo sie sagt, ist da jemand und Link macht dann Meow und Captain Falcon sagte, show me your moves. Nein, wie sollen wir das... Oh. Okay, wisst ihr was? Wir machen das nochmal. Hey, du! Hey, Mila. Renn weg. Geredet. Und dann gehen wir nochmal. Nochmal durch die ganze Insel. Nein, du musst in die andere Richtung. Ja, genau. Und dann Mama, da war ein komischer Mann mit Helm. Pass mal auf, John, jetzt kommt der Plot-Twist. Sie hat nur noch einen Vater. Das stimmt, ja. Da habe ich nicht dran gedacht. Was ist das für ein Plot-Twist? Ja, weil Johnny sagt Mama, aber das passiert dann nicht. Ach so, ja. Ich habe keine Lust, jetzt die Auktion anzuschauen. Also, ist sie wieder da? Hallo. Mhm. Ich bin der kleine Gesetzeshüter. Gott, sie ist so viel größer. Ja, sie ist viel größer als wir. Wir sind der Arm des Gesetzes. Der mächtige Arm. Und das Knie der Gerechtigkeit. Oh ja, das reicht eher für den Finger.
Ja, the also knee. Der ganze Arm sind wir nicht. Das mit dem Miau kommt erst weiter oben, das heißt, ich sag euch das schon, wenn es soweit ist. Aber ich find's gut, dass wir alle still waren. Ich bin jetzt ruhig bis dahin. Niemand wollte drüber reden. Da muss schon mal die Katze hören. Toll, Fully, jetzt haben wir es nicht gehört. Oh, Entschuldigung. Das Fully wird generell sehr leise sein, aber glaub mir, es war da. Psst, Jungs. Okay, jetzt ist es gleich soweit. Ah, ich weiß schon wo. La 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 la. Hör auf, Johnny. Komm schon. Show me your moves. Wow. Oh Mann. Oh, das war's wert. Ach so, das spielt doch jemand Super Smash Bros. Melee. aber Brawl ist das bessere Spiel? Das war zu Wind Waker Zeit nicht draußen. Das würde Mila das nicht stimmt. Sagen. Mila und Melee, komm schon. Aber Mila kann lachen, deswegen spielt sie nicht Melee. Das steckt doch sogar schon im Namen. Super Smash Bros. Mila. Sagt ihr Melee, auf zu stehlen. Mili oder Melee? Ist ja Mili, eigentlich. Okay. Müsste sogar Ally of Justice. Meine, das müsste alles eine mögliche Aussprache. Ja, es gibt sehr viele verschiedene sein, Varianten, ja. Die man sagen darf. Ich sag Melee immer, nicht Mili. Oh, ich sage zwischen Melee, ich habe... Melee Attacks. Melee ist falsch. That's terrible. Nein, ich weiß es nicht. Mile. Ne, Miele gibt's nicht. Miele ist eine Geschirrspülmaschinenhersteller. Ich dachte, das ist eine Waschmaschine. Ja. Das ist immer noch die Love Story, auf die ich warte. Miele und Captain Falcon. I like you. Hast du's gesagt? Nein. Ne, aber nicht. Dann gibt's nichts durch. Treasure Chart 41. Dann würde sie einfach abhauen und ich würde nichts bekommen. Es wäre Zeitverschwendung. Ach so, ja, das wäre dämlich. Wow. Aber damit haben wir Portemonnaie fürs erste durch, ne? Nein. Nicht? Okay. Er kann doch die Auktion rein. Super. Aber ist im Tracker drin? Ne, ist nicht im Tracker drin. Ja, siehst du, dann haben wir Portemonnaie fürs erste durch. Oh, das heißt, oh mein Gott, weißt du was, ich bin so froh, dass wir die Auktion nicht machen müssen. Die Auktion ja, ist doch. So nervig. Das sehe ich. Ah, so, da gehe ich mit. Ach, viel spannend, deshalb die anderen Kisten auch nicht drin, weil die auch nicht drin sind. Hm. Ja, die sind, also nur die Sachen, die halt da angezeigt werden, sollten halt wichtige Spots sein. Vielleicht haben wir nicht Overworld-Chests oder so richtig aktiviert, aber keine Ahnung. Ich will als nächstes nach... War eigentlich schon. Private Oasis. Ich nicht. Haben wir da was? Ah ja, da kannst du 0 von 2 Sachen holen. Ja, da können wir nichts holen. Ich gehe woanders hin. Ja, aber da kann man doch nach oben klettern. Ja, aber das zählt schon mal nicht. Da brauchst du, oh Gott, für viele Sachen... Ja, ja, ich weiß, wenn ich also ins Haus reingehe. Also es gibt nur das Labyrinth, ja. Aber scheinbar die Chest da unten. Arcana Deed, Crabbling Hook und Skullhammer. Ich schau trotzdem mal nach, okay? Kannst du machen. Ich trau eurem Tracker ja nicht. Dieser modernen Zukunftssachen. Was war denn Zukunft? Stell dir mal vor, du hättest vor 20 Jahren sowas gespielt. Noch einen Tracker dazu. Es gab hätte sich ja niemand... Ganz früh gab es zu jedem Spiel die Komplettlösung mit dabei. Ich habe eine zu Pokémon Ranger 2. Also, glaub, und Final Fantasy 12. Ich wollte nur, um alle Kreaturen zu finden, aber... War keine also Super Nintendo dabei, RPGs gab es, glaube ich, immer eine Komplettlösung mit dabei. Es gibt bis zum heutigen Tag noch viel. Ich habe auch so ein... kaufen. Aber die ist doch nicht dabei. Nee, nicht dabei. Du konntest sie oftmals in so einem Bundle kaufen. Achso, dann war es ein Bundle wahrscheinlich, ja. Mhm. Also vielleicht früher, aber weil Morgi gerade meinte, heutzutage immer noch. Also es werden auch heutzutage welche gemacht. Ja, aber das ist scheinbar Komplettlösungen sind so cool. Sterbenindustrie. Ja, aber ich liebe Printmedien über Videospiele. Es ist wundervoll. Ich auch, aber das ist halt, ja. Ich kauf's das ist halt im Internet auch. Mit einer kurzen Suche hast du sofort die Info, die du brauchst. Also. Ja, aber ich hab mal okay, dass sowas ausstirbt, okay, aber es ist halt eine Novelty, das zu kaufen. Nicht wirklich, weil du es irgendwie brauchst. Nein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gibt so ein Unternehmen, die machen auch Komplettlösungen immer für Dark Souls und das ist immer super cool, weil sie halt sich super viele Leute aus der Community und sowas ranholen dafür.
Dann viele der großen Streamer und sowas sagen dann immer wieder, wenn ein Spiel rauskommt, so, ja, super. Da habe ich dran gearbeitet und sowas. Wir können das jetzt cool. hier öffnen, wieso ging das nicht? Wir sollten ein Buch machen. Oh. Wahrscheinlich, weil es unwichtig ist. Wollen wir nicht ein Hörspiel machen? Lass uns ein Hörspiel machen. Ich meine, ich bin da nicht Hörspiel. Gegen. Pulli spricht alle Frauen. Ich habe in meinem Leben schon Hörspiele gemacht. Ich liebe das. Die Geschichte habe ich gehört, ja. Es ist verboten, mit dem Busfahrer auf den Knüppel zu hauen. Welche von den Triangle Islands können wir machen? Von den Triangle Islands? Da gibt's null von null Items. Wir haben oben zwei Inseln mit zwei Spots jeweils, also in absolut obersten Breitengrad. Okay. Ja. Was ist mit dem Längengrad? Moon und Northern Ferry. Ja. Northern Ferry Island müsste sogar ohne alles sein, dass du einfach so rein kannst, glaube ich. Okay, dann schaue ich trotzdem noch zu der hier drüben und dann bin ich auch schon unterwegs. Okay. Auf dem Weg? Ist das ein Ferry Island oder das Triangle Island? Mhm. Ich wollte die Ferry Islands. Nach ganz oben, im nördlichsten Breitengrad. Okay. Ganz wichtig, nicht auf die Mutter- und Kindinseln, da landet man immer im Inneren. Oha. Das hat mich bei meinem ersten Playthrough ein wenig verwirrt, weil ich bin außen rumgefahren und dachte mir, hä, wie soll ich reinkommen? Und dann ist mir aufgefallen, dass es im Teleporting gelistet war. Ja, stimmt. Das war das erste, wo ich mich hin teleportiert habe. Und dann war ich überrascht, dass ich da drin bin. Ja, keine Ahnung, ich war nicht irgendwie aufmerksam genug dafür. Wo müssen wir hin? Northern Ferry Island? Und Crescent Moon Island. Beides haben zwei Spots und die können wir beide holen. Genau, links und rechts davon, wo du gerade hin wolltest. Okay. Was seht ihr eigentlich in dem Symbol auf dem Segel? Auf den Segel? Eine Welle. Was stellt das da? Ich sehe eine Welle. Das ist eine Kaffeetasse, wo der Dampf nach oben steigt. Das ist das Java-Logo. Ich denke, ich sehe Feuer am ehesten. Weil's Feuer, gut, ja, doch auch. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hätte auch gesagt, ein Wirbelsturm. So Verwirbelungen am Segel halt. So Wind, der das da durchgeht. Auch sein. Oh, diese Wellen. Würde auf jeden Fall mehr Sinn machen als Feuer auf dem Segel. Ey, was soll das, wenn ich jetzt auf einmal so... Nee, ich finde, deine Interpretation ist falsch, Mogi. Ja. Ihr könnt mir nicht einfach Rorschach und sagen, dass ich falsch liege. Ey, ich habe nicht gesagt, dass du falsch liegst. Ich habe nur gesagt, dass schon die richtige liegt. Man ist beim Psychologen. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Ein Schmetterling? Nee. Bist du dumm? Nee, ist es nicht. Das ist doch kein Schmetterling. Das ist doch eine Vase. Wo sind da zwei Leute? Schmetterling? Zwei küssende Menschen? Sag mal, sind die widerlich? So Probleme mit dem Sexualtrieb. Da ist noch ein U-Boot, Mogi. Also hier in der Gegend. Bin unterwegs. Und gehen mal ein bisschen nach dem U-Boot absuchen. Hua! So, und Fully checkt nach, ob das ein Feuer ist auf dem Segel, ja? Ich kann gerne googeln. Wie? Also ich glaube nicht, es gibt nicht. Ich glaube, es gibt keine Erklärung dafür. Ich denke auch nicht. Vielleicht ist ja das Wappen vom Leuenkönig. Ich würde gerne den Leuenklaufkönig kennenlernen. Vom Joink. Der Leue ist nicht verwandt mit Leunen, oder? Ich denke nicht. Ich denke, es ist einfach nur ein Zufall an dem Punkt. Dort, wo die Leunen streunen. Das ist immer noch einer der besten Titel, den du je gemacht hast. Ja, okay. Ich liebe die Vorstellung von dem Ort, wo die Leunen streunen. Glaub mir, das liebst du so lange, bis du da angekommen bist. Ja, vermutlich. Das hier ist auch nicht so geil. Das ist okay. Dort, wo die... Was sind das überhaupt? Bokoblins? Das müssen Moblins sein. Populärer Glaube ist, dass die Symbole von Din, Farore und Nairu in dieses ganze Segel als ein Symbol zusammengemacht wurde. Oh. Und dass es ein Crescent Moon, also so ein Halbmond da sein soll, wo der Wind reinpustet. Was halt Wind des Segel sein soll. Oh, hier, das ist das, wo man rüberschwingen muss. Mhm. Also, Moment. Das ist jetzt nichts Eindeutiges, das ist einfach ein
populärer Glaube. Es klingt so plausibel, dass es stimmen muss. Ich finde, es klingt nicht so plausibel, aber okay. Wirklich alle Symbole von den drei Göttinnen? Ja, es sind Elemente von denen, die da zusammengepackt wurden. Sieht tatsächlich ziemlich ähnlich aus. Also ist es sozusagen der Avatar unter den Symbolen. Quasi. Wofür stehen die Göttinnen? Mut, Wissen. Weisheit und Kraft. Ja, Weisheit und genau. Achso, das waren die Triforce. Das wird ja im Ocarina of Time ungefähr viermal erzählt. Mhm. Ich wünsche, sie würden es einem noch fünfmal erzählen. Ich glaube, viermal haben mir gereicht. Das fünfte Mal brauche ich nicht mehr. Ich hab's verstanden. Du sagst ein sechstes Mal. Aber für diese Aufmüpfigkeit erzähle ich es dir noch, mein junger Mann. Okay. Kommt das in der Klausur dran? Jetzt schon. Kommt in der Klausur dran. Alles, was wir machen, kommt in der Klausur dran. Ich war immer so frustriert von dieser Frage. Oh, ja, kommt das in der Klausur dran? Schon. Ja, was denn sonst? Hey, das ist eine Perle. Seid ihr davon? Ist das eins der Symbole? Gut. Ja, das heißt, ich habe das gerade in Discord auch gepostet, ja. Das ist die Perle der Kraft. Hey, Perle, sie ist kräftig aus. Anmachspruch, der nicht gut ausgeht. Außer ihr redet mit, außer selbst mit jemandem zu wenn tun, wer auch nur einen kann sie Funken zusammenfalten. Von Humor hat. Damit sie sagen, ha, yeah, fetten Witze. Nein, ich sehe kein Szenario. Das klingt nach einer Perle für mich. Den ist eine Perle, das sage ich dir. Perle. Hey, Perle. Gehst du erstmal die Perle polieren? Ja, doch. Komm, bitte nicht. Damit bekomme ich Folie jedes Mal. An dem Punkt ist aber auch einfach. Erinnerst du dich noch, als du gesagt hast, die Eisenstiefel bleiben beim Sex aber an? Das hat er nicht mit, das hat er nicht mitgemacht. Das war schon zu wild. Er ist dagegen. So, er hat nicht verstanden. Gut verkraftet. Wärt ihr dafür, dass man unter den Eisenstiefeln Socken trägt oder nicht? Nur Minecraft-Socken. Was, aber so jetzt beim Sex oder so? Generell. Socken im Bett oder was? Nein, unter Socken, den Eisenstiefeln. Socken in Eisenstiefeln. Ja, natürlich. Also sind ich würde, glaube ich, zwei Schichten von Socken auftragen. Ich denke auch, ja. Ich würde richtig denke, die sind nicht gut gefüttert. Die sind hier innen drin gefüttert. Na. Ja, ich glaube, ich würde sie nicht ganz ausfüllen, allein deswegen. Sie kommen mir vor, als wenn das so richtige, da wäre so richtig Platz. Die würden sonst so schlurfen. Also ich als jemand, der sehr breite Füße hat, außergewöhnlich breite Füße, kann ich sagen, ich habe Angst davor. Da werde ich wie Aschenputtel reingeschnitten. In der Originalfassung. Nicht Aschenputtel, sondern die Schwestern. Hey, Verrores. Was? Verrores ist auch eine Perle. Fällt mir ein, du hast doch mal ein Video gemacht, wie du dir neue Schuhe gekauft hast. Wo ich davon erzählt habe, ja. Hey Jungs, wir komplettieren jetzt erstmal die Perlensammlung. Warte, Perle? U-Boot noch, genau. Da hatte ich schon so eine Vermutung, Maeve. Perfekt. Als ich es direkt vor mir gesehen habe, dachte ich mir... Ja, ich war gerade auf einem anderen Bildschirm mit meinen Augen. Entschuldige bitte. Wer hat diese ganzen U-Boote überall liegen gelassen? Warum sind es überhaupt U-Boote, wenn nicht mal eine Tür, die man zumachen kann? Die werden einfach nur volllaufen, wenn man die untertauchen lässt. Wer hat das Hydrauliksystem erfunden, dass sie überhaupt unter Wasser schwimmen könnten? Diese jetzt stellen wir erstmal, jetzt stellen wir mal die richtigen Fragen. Das ist voll unlogisch. Einstein oder so. Schwieriges. Der hat doch alles mit Physik gemacht. Pack das auf die Liste, Morgi. Ich sag, es war Da Vinci. Du setzt dich zum Gefängnisausgang. Was soll diese U-Boote? Die können gar nicht tauchen. Ja, aber wenn das Wasser durch die offene Tür reinläuft, dann tauchen die schon unter. Da ist was dran. Die Frage ist nämlich nicht, wie sie untertauchen, sondern die Frage ist, wie sie wieder auftauchen. Vielleicht sind es auch gar keine U-Boote, vielleicht sind es einfach nur Schiffe mit einem sehr tiefen Rumpf. Also wie so Koggen. Einfach richtig, richtig tief im Wasser liegen. Nee, das sind schon U-Boote, aber weißt du ja gar nicht. Das haben Idioten gebaut. Das kannst du gar nicht wissen. Vielleicht steht das U in U-Boot in dieser Welt ja für... Ultra. Yeah. Ach so. Ein Ultraboot. Was? Mit dem Argument habt ihr mich bekommen. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht widerlegen. Das ist das Fahrzeug von. Ja, eben. Das ist das Fahrzeug von Ultralord. Oh Gott. Was ist Ultralord? Ist das ein Power Ranger? Nicht ganz. Das ist der Power Ranger aus Jimmy Neutron. Ja, das ist der, den Max immer da hat. Als Actionfigur. Das fand ich auch so verwirrend, wenn wir schon über Übersetzungen sprechen vor einer Stunde.
Yeah. Mhm. Und dann Max aus Jimmy Neutron heißt Sheen im Englischen. Dann haben sie die andere, die Spin-off-Serie rübergebracht. Und sie haben sie nicht Planet Max genannt, sondern Planet Sheen. Und ich dachte mir, wer ist Sheen? Sie haben sie Planet Max genannt. Haben sie? Ja, haben sie. Ich habe nur eine Folge gesehen. Das ist, glaube ich, einfach nur gedacht, als du von dem Englischen erfahren hast. Die Serie ist, by the way, schrecklich. Ja. Yeah. Also, ich find's schrecklich. So, wo wollen wir hin? Planet Max. Muss ich schon wieder für Maeve drauf gucken? In dem Fall können wir drei Sachen öffnen. Also in Portemonnaie. Ja, mit drei Sachen. Ein Windfall. Lenzos Haus und Pompey und Vera. Wer ist denn Pompey? Weil wir die Pictobox haben. Wer ist denn Pompey und Vera? Weil das ist das mit dem, das ist das Paar, wo man Fotos von machen muss, weil wir die Pictobox haben, können wir das ja jetzt machen. Deswegen kommen wir da in Lenzos Haus auch rein. Glaubt ihr, Dolphin wird diesmal wieder sterben, wenn ich ein Foto mache? Du meinst Maves Gamecube? Also, wie nicht, wenn er sie repariert hat. Achso, ich dachte, wir waren wieder bei Tummlern. Da ist was im Briefkasten. Wir haben einen Brief gekriegt. Frag mich nur, von wem. Ich würde sagen, Kumali. Der Erfolge. Kumalis Vater, würde ich sagen. Kumalis Vater, ja. My beloved Captain Falcon. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich in vollster Gesundheit. Der Brief war nicht mehr gesund. Zeig mir deine Bewegungen. Der Briefkasten hat gehustet. Das hat er ja wirklich. Schon angesteckt. Virenpost. Hallo. An wen erinnert er mich? Der hat mich schon immer an irgendwas erinnert und ich komme nie drauf. Wie er einfach dasteht. In seiner Kluft. Keine Ahnung, er hat halt einfach einen langen Bart. Ja, was soll denn das? Ja, ja. Stimmt, ich meine, der Weihnachtsmann. Das ist auf sich. Oh, der ist aber hier schnell hochgekommen. Ich glaube, es erinnert mich an irgendwas aus dem rosa-roten Panther oder so. Ich muss, mit dem Dekoblatt darüber springen, um an die Kisten... Nein, warte, das war... Man kommt da vorne raus. Ich glaube, man kann jetzt nicht rein. An Clever und Smart oder so? Ja, irgendwie... Nee, wobei, der hatte auch so einen Rauschebart, aber eine Klatze, glaube ich. Also, wie ist das Problem damit? Vom Arzt daher erinnert es mich irgendwie an einen dieser französischen Cartoons. Oder europäisch, belgisch, ich weiß nicht. Okay. Weil die immer so die Nasen dick gezeichnet haben. Ich denke schon an einen bestimmten Charakter, aber ich weiß nicht welchen. Ach so. Irgendwie so Inspektor Clouseau-mäßig, aber anders. Von wem muss ich jetzt ein Foto machen? Das ist diese Quest mit dem Paar, aber Verschiedene. Mich, wie man das nochmal startet. Es gibt verschiedene Aufgaben. Frag ihn nochmal. Es gibt einmal das Haus, wo wir rein müssen, und einmal die beiden. Kannst du das Haus nicht rein, dafür brauchen wir Feuerpfeile oder ein Dekoblatt. Den Typ da, der da gerade vor der Tür stand, den muss man doch auch irgendwie fotografieren. Wie irgendwie den Mond anguckt oder so. Generell, ich frage mich, ob der Tracker da irgendwas drin hat, was halt irgendwie so ein typisches Ding ist. Oh ja, die Leute, die es regelmäßig spielen, die können da schon ran. Was? Nee, ich glaube, sowas haben die nicht. Ich weiß nicht. Falcon is it? Okay, wir Falcon brauchen das, ein Liebesbrief. Okay, ich glaube, sind wir aber auf dem richtigen Weg, oder? Ja. Okay, wir müssen jetzt irgendwo ein Pärchen finden. Ich dachte, wir müssen am Briefkasten warten. Ja. Da ist der eine Dude, der geht. Nee, das ist doch der eine Dude, der hier jetzt gleich rechts. Der da rumläuft, der geht zum Briefkasten und der wirft da einen Brief rein. Ja, genau. Das heißt, you have to catch him in the act. Alter, die kleinen Rabauken. Das sind die kleinen Sträucher aus Portemonnaie. Wer dann? Die haben Wasser, das ist dieser junge Dude, der ganz rechts auf der Insel ist. Ich weiß nicht, wer. Ach, geh so, der zum Briefkasten. Nein, der guckt an den Mond, auf den Mond, glaube ich. Na, ich weiß es nicht mehr. Ich schleich mich rüber. Dieses Krabbeln ist gar nicht mal so langsam. Das ist sehr viel schneller, als es sein sollte. Der Typ. Nein, rechts hoch. Wie gesagt, du musst einfach nur warten. Der Stolzierende. Ja. Wo die Kamera an? Der stolze Stefan.
Oder er wirft ja wirklich was rein. Sprich ihn nicht an. Stell dich hinter den Baum und zuck die Kamera wie so ein Spanner. Das Geräusch beim Ranzen. Oh nein. Tief. Magi. Ja, was ein Prachtstück. Oh nein, er ist weg. Ja, wahrscheinlich. Nein. Er täuscht nur an. Oh, er täuscht dich an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer den reinwirft. Wie? Ist das eine Mütze oder eine Frisur? Das ist eine Frisur. Das ist eine Mütze. Seine Haare sind Mütze. Ich war auch. Soll ich hier weiterfolgen? Oder hat einen stabilen Undercut? Ich glaube schon. Ich liebe diese Mission übrigens. Sowas habe ich als Kind immer aufgesogen. Ich meine. Was meinst du, so alles beobachten müssen oder? Nee, einfach. Generell, du hast geführt, die Welt Fotos von anderen Leuten machen. Hört auf. Deswegen mag Johnny ich Beyond Good and Evil so gerne. Ach, guck mal, jetzt kommt der Typ mit dem Schnauzbart. Vielleicht wirft er deinen Brief ein. Nein, das ist schon der. Nein, das ist so das Majora's. Ich meine eher so das Majora's Mask-Prinzip, dass man das Gefühl hat, oh, hier in der Stadt passiert irgendwas und die haben ein eigenes. Tagesablauf und so. Ja, nee, das ist mir schon zu videospielartig, wenn es einfach lebendig wirkt. Ich sag, Spanner, was macht der da? Ja, Tagesabläufe habe ich auch nicht. Ich bin ein Videospiel. Du hast einen Tagesablauf. Ja, aber Johnny meinte, Tagesablauf ist mir zu videospielartig. Das war mein Punkt. Ja, weil man so darüber nachdenkt, oh, jeder Charakter hier hat einen Tagesablauf. Ich meine, ich habe als Kind einfach erst gedacht, ich sehe mich ja als der Typ auf der Treppe. Mit eigenen Träumen und Schicksale oder Sorgen und so. Ich habe immer gehofft, dass Animal Crossing mehr davon hätte. Hat also jemand etwas Mitleid für mich? Fully steht auf jeden Fall jeden Tag um 9 Uhr auf, geht montags um 12 Uhr immer zum Briefkasten. Nee, ich war ja heute nicht beim Briefkasten. Ich gehe alle paar Tage mal schauen. Punkt 12 ruft Fully uns an und geht dann zum Briefkasten. Die beiden. Und macht sich einen Kaffee. Ich glaube, Elaine, wir hätten auch von den sehen. Beiden ein Foto machen können. Ja, aber das ist, er war so schnell wieder da. Er wieder weg. Ja, warum bist du auch am Rumkriechen? Wieso sprichst du dann an, wenn du es nicht liest? Weil ich will, dass irgendwie Event getriggert wird oder so. So ein stolzer Gang. Schreibung war da, Rompi und Vera Secret Meeting Foto. Ja, das wäre das gewesen. Mit dem Schritt voran. Wir haben das beim letzten Mal nicht gemacht, weil Dolphin fast gecrashed ist, wenn man ein Foto machen wollte. Ja, aber als ob du das noch nie gemacht hast. Hab ich nicht. Ich habe nie alle Herzteile gesammelt. Ha. Ich liebe diese Mission. Ja, ich nicht. Ich hole gerne alle Herzteile. Dolphin wiegt übrigens 150 Kilo. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass der Typ an einem Grab tanzt? Ist vielleicht sein bester Freund und der tanzt auf seinem Grab. Vielleicht sein schlimmster Feind und der tanzt auf seinem Grab. Na, vielleicht hatten die einfach so eine Art Beziehung. Also, dass wenn ich sterbe, tanzt bitte auf meinem Grab. Sie hat so eine Art Beziehung. Das macht's besser. So ein Pakt. Wenn ich, wer auch immer von uns zuerst stirbt, der andere wird auf dem Grab des anderen tanzen. Genau. Da gibt's Sinn, ja. Das sehe ich. Welchen Tanz soll ich machen? Ja. Fortnite-Tanz. Deiner Wahl. Oh, den kenne ich nicht. Den Disco. Nein, das ist dir überlassen. Das hat er gesagt. Den deiner heißt nicht der Tanz. Wahl. Er läuft weg wieder. Das ist auch nicht der Typ. Wir müssen ihn in Flagranti erwischen. Weiß nicht, warum wir jetzt so raten. Es sind keine so aufwendigen Missionen. Man kann die relativ schnell lösen eigentlich. Wir müssen noch warten, bis er zu der einen rübergeht. Ja, und wenn die sich angucken, machst du Snap. Ach so, wenn die sich angucken. Oh, hier jetzt, oder was? Die hier? Aber irgendwas, ja, das ist nein, das ist nicht die alte. Okay, das mit dem Brief gibt's auf jeden Fall auch. Ja, aber ich glaube, das müssen wir hier nicht machen. Weil ich glaube, das, wo die sich treffen, ist sogar das letzte Foto. Okay. Glaube ich. Ich sitze noch fertig auf der Bank und scroll durch Twitter auf meinem Handy. Dachte schon, du fotografierst mir gefällt die Position nicht. Okay, ich stehe an der Wand ganz cool direkt an. Und ich scroll ein bisschen. Oh, sie schaut hier rüber, oh Gott.
Ja, doch nicht. Durch mein Handy. Ah, kannst du nicht mal noch eine Softbox aufstellen für das bessere Lighting? Ja, das sieht das so gut. Da hast du viel Schatten in ihrem Gesicht. Das sieht Selfie. Mir nicht so gut. Kann man nicht. Ob der Kinder. Stefan heute noch kommt? Wieso Stefan? Der heißt Mogi, nicht Stefan. Mogi hat ihn von Stefan genannt. Der stolze Stefan. Ach ja, stimmt. Genauso wie der Kleine da, der ist auch ziemlich stolz. Das ist der Chef. Ich wünschte, ich wäre der Chef. Du bist der Chef. Wenn du dich von vor die Lüge stellst. Von dir selbst. Und jetzt stehen wir hier und warten. Ja. Ja, ich warte auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest nie gemacht habe. Ich weiß vor allem nicht, ob das so gut ist, so nah ranzuzoomen. Du musst schon schauen, wann er kommt. Ich wundere mich, dass das überhaupt eine kurze Questreihe ist. Weil er kommt von rechts. Alter, Morgi, das war so knapp. Oh, ist wie so ein Spionagefilm hier gerade. Yes! Ha. Geh aus dem Bild! Hey, du Spinner, Vollidiot. Hallo? Wie redest du denn mit dem? Ich prügel den gleich. Okay. Mit dem werde ich fertig. Warte, ich glaub, oben ein paar Schläge. Das ist auch immer eine Sache. Ich kann es auch nicht oft genug anmerken. Ich denke, gruselige Kinder ist ein super dummes Konzept von irgendwelchen Horrorfilmen oder so. Was soll ein Kindern gruselig sein? Nichts. Also, ich verstehe es nicht. Die sind körperlich nicht dazu in der Lage, einem allzu zu sehr zu viel Schaden eben zuzufügen. Hast du mal Kevin allein zu Hause gesehen? Ja. Yeah. Dein Punkt. Er hat mir nichts gegeben. Hat er gesagt, dass das Bild scheiße war? Clurful Body. Ja, okay, dann lass es uns nicht lesen. Nein, kannst du ihn bitte nochmal kurz ansprechen? Kannst du ihn nochmal kurz. So, ja. Ja, was redet ihr? Das ist die falsche Mission. Die ganze Zeit über, habe ich schon gesagt. Ja, aber das ist die, die wir machen müssen. Also, wir brauchen so oder so das Foto. Was? Nein, wir müssen den Typen erwischen, der den Liebesbrief einschmeißt. Ja, wir brauchen trotzdem das Foto, was wir gerade gemacht haben. Ja, das stimmt natürlich. Lösch auf jeden Fall das andere Bild nicht. Mit den beiden. Yeah. So, wovon muss ich jetzt ein Bild machen? Morgi, wieso hast du das gelöscht? Ich hab zwei gemacht davon, von Johnny. Ich weiß, aber das war besser. Nein, da war der Junge im Bild noch. Okay. Sonst waren die gleich. Den kann man im Photoshop rausmachen. Oder meinst du, dass er Arschbild? Das hätte ich gern behalten. Soll ich jetzt den Briefkasten fotografieren? Du sollst warten, bis du sollst dann warten, bis jemand. Ja. Aber da ist vorhin nie einer hingelaufen, wo wir hier standen, oder? Na, wir standen nicht so lange hier. Wir standen hier 2 Sekunden da. Ja, und soll das auch eher, ist da keiner hingelaufen. Man kann den auch dabei also du darfst nicht zu nah dran sein. Ich glaube, der macht's dann irgendwie nicht. Der guckt sich extra um. Okay. Dann gehen wir schön weit weg. I have to catch him in the act. Voll gemein. Ich muss diese traurige Geschichte auf. Ich glaube, du kannst da nicht rüber gucken, oder? Du guckst dir jetzt so gegen die Wand. Ist egal, von der Perspektive gefällt es mir besser. Und jetzt hoffen wir, dass er einen Brief einwirft. Uli, kannst du irgendwie nachschauen? Nee, du wartest auf den Mario-Mann. Ja, genau. Ach, der Mario-Mann ist das. Yeah. Die Mario Morgana. Genau. Sanddünen bauen Sandburgen. Aber nur mit ein bisschen Halbglatze und so. Der hat keine Halbglatze, oder? Aber ich stelle ihn mir so vor. Auch wenn ich hier gerade ein Bild von ihm sehe. Was ein Titel. Sanddünen bauen Sandburgen. Ich glaube, es war Dünen bauen Sandburgen, aber dennoch. Ja, stimmt. Noch Sanddünen bauen Burgen. Ich mag es, wie Moggy den Briefkasten beobachtet, aber selber wurde er auch gerade von rechts beobachtet. Die ganze Zeit. Warte, ich im Auge, Freundchen, das ist meine und Mauer. Captain, schon Pläne für die Rückkehr zum Rennsport? Bist du zu persönlich, die Frage, das verstehe ich. Wie geht's der Familie? Ich bin gerade auf Pause. Warte, bis das Schiff kommt. Der Chefe, der verlangt wieder so viel von uns, da kann ich euch Geschichten erzählen. Du hast den Briefkasten im Auge. Das Geschäft brummt. Was ist das für eine Mütze? Die hat oben so eine Antenne noch, ne? So ein. Oh ja, ja. Eine Antenne. Das ist ein Teletubby. Nein, ich hab's schon verstanden. Eine Antenne. Oh, er ist unterwegs! Muss ich ein Foto machen? Ja, du musst ein Foto machen. Ja.
Geh mal zum Baum. Zoom rein. Keine Sorge, wir haben Digital-Zoom. Der ist fast so gut wie richtiger. Wie er es einwirft, das sieht man eher von der Seite. Yeah. Aber ich lasse jetzt. Du musst ihn komplett auch übrigens auf dem Foto haben. Er guckt sich nochmal um, das weiß ich noch. Oh. Jetzt. Ja. Okay, wir haben jetzt ein Bild, wo er den Brief einwirft und ein Bild, wo er sich am Po kratzt. Das sollte passen. Hey, ich du Lustmolch. Ich hab gesehen, wem du deine Nackedei-Bilder geschickt hast. Das kommt jetzt zur Busted. Presse. Oh, shit, nicht die Presse. Paparazzi. Ich hasse die Presse. Okay. Der hat doch eine Affäre mit dem Briefkasten. Oh. Das ist schon ein bisschen seltsam. Oh, das ist ungünstig. Na, günstig ist es schon. In flagranti. Als ob es nicht richtig ist. Dann gib ihm das, wo er sich am Arsch kratzt. Jawoll. Oh, das war's. Ah, okay. Ja, das gefällt dir natürlich besser. Ist klar. Finally snapped. Okay, da musst du in die Bar für. Da ist ein alter Mann und da erschreckst du ihn und wenn er sich umschaut und erschrocken ach, ist, ja. Machst du das Gute. Das ist so dreist. Dieser Fotograf ist so ein schrecklicher Mann. Ich er hatte Potenzial bei einer Affäre mit, streng genommen sind eine Beziehung mit Links Omama. Ja. Naja, er ist auch ein Fotograf. Ja, aber wir machen die Drecksarbeit. Ja. Das ist wahr. Kann am Ende sagen, ah, ich habe noch die Fotos gekauft. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist so ein Angsthase. Fotografier das mal, das ist voll lustig. Ist der Falco denn schon groß genug für die Bar? Die bloßstellen. Muss ich den erschrecken? Er ist so klein. Hast du mal seine Apps gesehen, genau. Dave? Nein, das. Zu nah. Das war zu nah dran. Ja. Schmeiß dieses ganze Zeug oben. Sag mal. Oh, whoops! Hallo, Lady. Ja, doch. Das könnte genau, ja. Gutes Bild. Ich bin ja nur. Ich geh da mal wieder. Was ist das? Du kommst da rein, bist fresh, wackelt zweimal an seinen Tisch, schießt ein Foto von ihm und haust wieder ab. Und der Mann mit seinem PTSD erinnert sich gerade wieder an die Schlacht von Hyrule damals zurück. Und mental ist er wieder da, nur damit ich ein dummes Bild machen kann. Der wird jetzt die nächste Woche seinen Enkeln nichts anderes erzählen als, oh, da war in der Bar und der, ich verstehe gar nicht, was er gemacht hat und ich war komplett aus dem Häuschen. So eine komische Box. Ich bin übrigens mega sauer. Solche Sachen gibt's, ey. Wenn das andere Foto nicht zielt, dann bin ich sehr, sehr sauer gleich. Das ist wundervoll. So, und das dritte haben wir sofort. Hoffentlich. Hoffentlich. Ein sollte paar. Passen. Gott. Yes! Ja. Das soll eine kurze Sidequest sein, übrigens. Nein, das ist keine kurze, naja. Das ist super. Und wir haben nichts bekommen. Cool. Hohoho! Ho, ho, nicht gelohnt. Dann würde ich sagen, wie das Ganze weitergeht. Sehen wir beim nächsten Mal. Vielleicht bekommen wir ein Schwert, aber wahrscheinlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Schlaf gut. Ja, jetzt ein bisschen schlafen.